In der Kelly Clarkson Show ließ Justin Timberlake eine Bombe platzen und deutete an, dass es bald wieder Musik von NSYNC geben wird. Die Boyband hat sich kürzlich für Better Place wieder vereinigt, ihren ersten Song seit über 2 Jahrzehnten für den Film Trolls Band Together. Timberlake verriet: Wir waren im Studio, also könnte es in der Zukunft auch etwas geben. Im Rückblick auf seine Zeit als Studioratte während seiner frühen Karriere betonte er seine Liebe für den kreativen Prozess und die Harmonien. Trotz der 20-jährigen Pause fühlte sich die Arbeit mit J.C. Chases, Lance Bass, Chris Kirkpatrick und Joey Fatone nahtlos an. Timberlakes Andeutung hat die Fans von NSYNC in helle Aufregung versetzt und Spekulationen über weitere Hits der geliebten Gruppe entfacht.